Viele Teile versprachen uns einen neuen Glanz, ein neues Ich, doch sahen seit langer Zeit das Tageslicht nicht. Tatsächlich befinden sich nur 25% unserer Kleidung in der Heavy Rotation, also in dem, was wir regelmäßig anziehen. Bei mir sind es vielleicht so 20-30%, aber es ist auf jeden Fall eine ganz schöne Menge. Viele Teile habe ich seit Monaten nicht gesehen und ich ziehe tatsächlich jetzt sehr bald aus meinem WG-Zimmer aus und werde für längere Zeit auf Reisen gehen. Und was gibt es für einen besseren Anlass, als einmal so richtig kräftig auszumisten? Ich bin Dennis und ich entdecke Minimalismus gerade mehr und mehr für mich und habe diese Reise hier auch auf meinem Kanal mit dokumentiert. Und Ausmisten ist ein sehr wesentlicher Bestandteil von Minimalismus. Und das letzte Mal bei meinem Selbstexperiment, wo ich versucht habe, in 7 Tagen zum Minimalisten zu werden, da steht eine Rechnung noch offen, und zwar der Kleiderschrank. Und genau darum soll es heute gehen. Das Ziel des Ausmistens ist es dabei, vor allem die verbliebenen Teile sichtbarer zu machen. Also, dass sie nicht irgendwo hinten in irgendeiner Ecke rumlauern, obwohl sie eigentlich noch voll cool sind und obwohl ich eigentlich sie noch tragen könnte. Im Optimalfall lassen sich die Teile miteinander kombinieren und das wird auf jeden Fall ein Kriterium sein, auch beim Ausmisten für mich. Manche Minimalisten gehen ja sogar schon so weit und sagen, ich trage jeden Tag das Gleiche. Das wäre mir vielleicht ein bisschen zu eintönig und deswegen versuche ich mich heute auf ein paar schöne Stücke zu konzentrieren. So, und hier werde ich mich gleich ans Ausmisten machen. Ich bin mal gespannt, was da so drin lauert. Und tatsächlich ist das Spannende, ich habe in den letzten Jahren noch nicht so schrecklich viel ausgemistet. Das heißt, es wird heute ordentlich was zum Ausmisten geben. Und ich gehe tatsächlich davon aus, dass so um die 80-90% dieses Kleiderschranks am Ende des Tages tatsächlich hier nicht mehr drin sein werden. Kleidung hatte in meiner Jugend vor allem die Funktion, lässig auszusehen und auch die Botschaft zu senden, hey, ich kann auch so cool sein wie ihr. Heute hat Kleidung für mich im Alltag vor allem die Funktion, schlichter, weniger auffällig und in erster Linie bequem zu sein. Wichtig ist mir vor allem, morgens nicht eine Stunde vor dem Kleiderschrank stehen und verschiedene Outfits ausprobieren zu müssen. Ich möchte das Obenliegende greifen, wissen, dass es passt, unbequem ist und damit in den Tag starten. Alle Teile, die ich etwas stiefmütterlich behandelt habe, die habe ich hier jetzt tatsächlich einfach aussortiert. Wenn ich das in den letzten Dreivierteljahren, in den letzten Monaten nicht getragen habe, auch nicht im letzten Winter und auch nicht im letzten Sommer, dann wird es wahrscheinlich eher nicht mehr zum Einsatz kommen und damit kommt es weg. Was vor allem zurück in den Kleiderschrank kommt, sind ein paar schöne Hemden. Mit dem hier bin ich sogar bereit fürs nächste Fest. So. Da ist auch ordentlich was zusammengekommen hier. Das ist eine Kiste, da werde ich versuchen, ein paar Dinge noch zu verkaufen und den Rest, den werde ich spenden. Also da ist noch ordentlich was Gutes dabei, also gute Klamotten in guter Qualität. Und hier auf der linken Seite, da sind auf jeden Fall Dinge, die ich spenden werde. Die sind teilweise gut erhalten, teilweise haben die irgendwelche Aufdrücke, die ich nicht mehr mag. Und die werden auf jeden Fall weggehen. So eine ganze Kiste wird auf jeden Fall zusammenkommen, die ich dann auch spenden kann. Und hier in der Stadt bei uns, da gibt es einen Gabenzaun. Und bei einem Gabenzaun, da kann man Klamotten abgeben und das können sich dann bedürftige Menschen tatsächlich abholen. Also schaut gerne auch in eurer Umgebung, wenn ihr irgendwie ausgemistet habt, ob es nicht so eine Art Gabenzaun irgendwo gibt. Und ich finde, das ist eine super Sache. Beim Gabenzaun kann Kleidung abgegeben werden, die man selber nicht mehr trägt oder aus der man auch selbst herausgewachsen ist. Achtet dabei aber trotzdem darauf, dass die Kleidung einigermaßen ordentlich aussieht und nicht aufgerissene Löcher an den Hosen hat, denn auch die Bedürftigen möchten ja ihre Würde bewahren. Im
Gegensatz zu einem Altkleidercontainer, bei dem man leider nicht immer weiß, wo die Kleidung am Ende ankommt, weiß ich hier direkt, dass sie in guten Händen ist. Thank you.